Das Neumarkter Unternehmen Rödel Energie expandiert nach Nürnberg. Am Donnerstag vergangener Woche fand im Hafengebiet ein Spatenstich für eine Flüssiggastankstelle statt, welche die Firma zusammen mit dem Münchner BayWa-Konzern errichtet. Die Eröffnung ist für April 2020 geplant. Laut den Kooperationspartnern habe Flüssiggas, auch bekannt als LNG, das größte Potenzial, den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen im Schwerlastverkehr zu senken. Verglichen mit Diesel verursacht es unter anderem 10 bis 15% weniger CO2 und wesentlich geringere Lärmemissionen.